Herzlich willkommen zum zweiten Panel unserer Abendveranstaltung. Ja, ich freue mich wirklich, dass so viele Leute da sind. Mein Name ist Ann-Kathrin Lebuhn. Ich arbeite für die Rosa-Luxemburg-Stiftung und bin dort zuständig für den Bereich der Jugendbildung. Ich bin auch eine der Projektverantwortlichen für den Young Migrants Blog, der heute zu dieser Veranstaltung und zu dieser Abendveranstaltung eingeladen hat. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute Abend hier so zahlreich zusammengekommen sind und dass ich so ein tolles Panel hier moderieren darf. Das Thema des heutigen Abends ist migrantische Perspektiven für die Gesellschaft der Vielen. Das bedeutet, wir sind hier, um zu diskutieren, wie wir es schaffen, mit verschiedenen Strategien, migrantisches Leben, migrantisches Wissen, Erfahrungen und Positionen stärker in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen und Akzente zu setzen und hingegen Rassismus und Ausgrenzung aus dieser Gesellschaft zurückzudrängen. Genau, und wir wollen auch ins Gespräch darüber kommen, wie wir verschiedene Strategien eventuell auch miteinander verbinden können. Eingeladen haben wir verschiedene Sprecherinnen mit sehr unterschiedlichen Ansätzen und Strategien für eine Intervention in die mediale Öffentlichkeit. Auf dem Podium sitzen mit mir Ferda Attermann von den Neuen Deutschen Organisationen, ganz links. Bitte einen herzlichen Applaus. Idil Bayda, auch bekannt als Gilles Eiche. Zu meiner Rechten Cicek Bacik von den Daughters and Sons of Gastarbeiters. Herzlich willkommen. Eingeladen war auch Ali Can, der Gründer von dem Hashtag MeToo2. Er konnte leider nicht, musste aus persönlichen Gründen absagen. Wir konnten eine Repräsentantin vom Hashtag MeToo2 gewinnen, die heute für den Hashtag spricht und für die Kerngruppe, die darum organisiert ist, Maja Bogojevic. Genau, kurz zum Ablauf der Veranstaltung. Unser Gespräch wird sich in drei Runden aufteilen. Erstmal möchte ich euch nacheinander befragen zu euren jeweiligen Ansätzen, die ja wirklich sehr unterschiedlich sind, um uns auch so ein bisschen kennenzulernen und zu gucken, welche Strategie habt ihr, um in die mediale Öffentlichkeit zu intervenieren. Genau, und danach haben wir noch zwei Runden, wo wir mit verschiedenen Fragen, die wir uns vorher überlegt haben, natürlich so ein bisschen in so ein lockeres gemeinsames Gespräch kommen, wo alle aufeinander auch Bezug nehmen können. Das Ganze ist, wie das erste Panel, auch als Podiumsgespräch gedacht, also keine Fragen aus dem Publikum, leider, auch aus Zeitgründen, aber später haben wir noch die Party und da werden unsere Gäste auch noch einen Moment da sein, da kann dann auch noch diskutiert werden mit dem Publikum. Genau, wir haben insgesamt 45 Minuten. Ich bitte, genau, jetzt ist es schon vorbei. Nee. ich bitte die Podiumsgäste, sich gegenseitig auch ein bisschen Redezeit zu lassen. Das heißt, auf die eigene Zeit zu achten. So 3-Minuten-Statements wären natürlich super. Klar, ich habe keine Stechuhr mit, aber ich habe mir einen dicken Wecker mit hingestellt und achte natürlich auf die Zeit. Das ist meine Moderationsrolle. Genau, und werde euch auch mal unterbrechen. Aber genau, vor allen Dingen bin ich sehr gespannt auf die vielen unterschiedlichen Sichtweisen, die wir hier zusammentragen. Dann würde ich sagen, nach der langen Vorrede geht es jetzt einfach mal los. Ferda, wollte ich dich als erstes befragen. Du setzt dich mit einem bundesweiten Netzwerk der neuen deutschen Organisationen dafür ein, dass die Landschaft deutscher Medien und Organisationen vielfältig aufgestellt ist und sichtbar wird und das auch bleibt. Eure Strategie ist es, euch unbequem in Debatten einzumischen, dort richtig mitzumischen. Neulich habt ihr auch zum Beispiel den Preis der Goldenen Kartoffel mal wieder verliehen für besonders unterirdische Berichterstattung zum Thema Flucht und Migration. Der ging, glaube ich, an den Chefredakteur der Bildredaktion, der ihn aber nicht angenommen hat, wie ich gehört habe. Kartoffel rassistisch wäre und er sehr, sehr gekränkt war. Oh mein Gott.
Genau, und Horst Seehofer hat ja sogar deinetwegen den Integrationsgipfel abgesagt. Er war auch gekränkt. Alle so gekränkt. Aber ich würde sagen, das sind ja schon mal größere Dimensionen, um die es da geht, wo ihr da wirksam seid. Meine Frage an dich ist, was macht eigentlich das Besondere an dem migrantischen Wissen und den Perspektiven auf dieser Ebene der Medien- und der Politikberatung aus? Und warum setzt ihr genau hier an? Also warum ist es für euch ein Gewinn? Vielleicht ganz kurz, also es ist eigentlich egal, aber ich unterscheide trotzdem nochmal. Also das sind die neuen deutschen Organisationen. Wir sind ein Dach, sozusagen ein Netzwerk von 100 NGOs aus ganz Deutschland. Und die goldene Kartoffel haben wir, die neuen deutschen Medienmacher, verliehen. Und da bin ich auch Vorsitzende. Und als solche bin ich wiederum bei den NDO mit im Verein. Also es ist ein bisschen verwirrend, aber es ist nicht alles das Gleiche. Aber es ist eigentlich auch egal, wer von draußen ist, es ist eh dann doch wieder alles das Gleiche. Wir sind nämlich irgendwie alle so diese Kanackenbagage, die eben was tut und versucht immer präsenter zu sein. Ja, warum ist das wichtig? Wahnsinnig wichtig, weil, ich merke in letzter Zeit manchmal, wie alt ich doch schon bin, weil es vor 10 Jahren wirklich noch komplett anders war. Also da gab es einfach bestimmte Stimmen noch gar nicht. Wir haben jetzt als neue deutsche Medienmacher nicht nur Julian Reichelt die goldene Kartoffel nicht verliehen, sondern auch 10 Jahre Jubiläum gehabt und gemerkt, ey krass, wir waren damals ein kleiner Stammtisch, wir waren 8 Personen, die zusammenkamen und sagten, jede von uns sitzt alleine in ihrer Redaktion. Also das waren nur Journalistinnen und Journalisten. Wir sitzen alleine in unseren Redaktionen und machen da so unsere Erfahrungen und würden das gern teilen. Und jetzt sind wir ein Netzwerk von 1800 Leuten in ganz Deutschland und im Verein sind wir mehrere hundert Menschen. So, da tut sich was. Und die Perspektiven sind deswegen wichtig, A, weil sie vorher nicht da waren und B, weil es eben andere sind. Wir können erklären, warum eine Kartoffel als Preis und auch als Bezeichnung für bestimmte Menschen eben kein Rassismus ist. So können wir erklären. Die meisten von uns spüren das. Natürlich sind nicht alle Menschen of Color rassismussensibel und diskriminierungssensibel, aber sie bringen Perspektiven mit und die sind in der Regel erstmal meistens nicht vorhanden. So. 3 Minuten? Ich kann auch lang reden. Ja, also da geht noch mehr. Was aber genau und was fehlt euch bislang in der Gesellschaft? Also würde mich nochmal interessieren. Also ich kann, das ist jetzt vielleicht zu viel, weil ich kann jetzt ja nicht für 100 NGOs und so, aber ich kann mal sagen, was mich gerade wahnsinnig nervt, ist immer noch, man denkt ja irgendwie so, ist because it's 2018, ne? So man könnte ja mal erwarten, dass ein bisschen was sich getan hat. Aber es gibt immer noch die Situation, dass wir merken, wenn von wir Deutschen gesprochen ist, dann denkt man irgendwie an so eine weiße Aufnahmegesellschaft, in die jetzt Flüchtlinge kommen. So. Und dass das noch möglich ist, dass Menschen wirklich denken, wir Deutschen ist eine weiße Gruppe, das zum Beispiel geht nicht. So. Und daran arbeiten wir eigentlich täglich, sekündlich, ja, was auch immer drunter ist. Und das ist noch ein langer Weg, fürchte ich. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es euch vor allen Dingen darum, diese totale Fehlwahrnehmung von der deutschen Gesellschaft einfach mal in Frage zu stellen und nochmal zu zeigen, wie es eigentlich wirklich ist. Ja, du hast es jetzt sehr schön beschrieben, was ich meinte, das stimmt. Das meinte ich. Ich schwöre. Und dann habt ihr noch einen weiteren Ansatz, du und Cicek. Dazu würde ich dich gerne weiter befragen. Genau, du hast zusammen mit Ferda 2015 war es, die Daughters and Sons of Gastarbeiters gegründet, eine offene Literaturplattform von Autorinnen und Autoren unterschiedlicher Herkunft. Wir durften ja jetzt gerade von Rosaria eine Kostprobe hören und ihr habt da Fragmente von eigenen Familiengeschichten zusammengestellt, aus der Zeit der sogenannten Gastarbeiter-Ära, also den 60er, 70er und 80er Jahren. Da habt ihr Sachen ausgewählt und zusammengeschnipselt, Erzählungen, daraus sind Performances entstanden, die an diese Zeit erinnern. Hast du Lust, kurz zu erzählen, wie ihr eigentlich darauf gekommen seid und warum es die Daughters and Sons of Gastarbeiters gibt und warum ist es eigentlich wichtig, diese Geschichten zu erzählen? Ja, wie sind wir darauf gekommen? Ferda und ich, wir waren auf einer Lesung und sind danach in eine Bar gegangen. Und dann habe ich halt
Ferda gesagt, Mensch Ferda, es ist jetzt an der Zeit, dass wir auch unsere Geschichten erzählen. Und ich habe diese Idee seit Jahren mit mir herumgetragen, aber ich habe das nie in die Tat umgesetzt. Und dann meinte Ferda, ja, worauf warten wir denn dann? Lass uns doch einfach mal so ein paar Leute fragen und lass uns unsere eigene Lesung machen. Dann haben wir das einfach gestartet und ich habe dann das Wasserturm Kreuzberg angefragt, ob wir da auftreten können, die Leute in unserem Umfeld gefragt und wir waren zu siebt im Wasserturm und ja, der Wasserturm war voll, da waren auch meine Eltern. Ich hatte die Geschichte meines Vaters geschrieben, hatte im Vorfeld auch mit ihm gesprochen, ein Interview geführt und das war eine sehr, sehr großartige Stimmung. Da waren halt Personen mit Einwanderungsgeschichte, da waren Deutsche, also ein ganz gemischtes Publikum und das war einfach sehr hervorragend an dem Abend. Du hattest am Telefon, als wir telefonierten, schon erzählt, es war auch, es ist sehr emotional. Auch ja, das war sehr, sehr emotional. Es gab Tränen im Publikum und es gab aber halt auch bei den anderen Lesungen, die folgten, sogar Tränen von den Autoren selber. Als sie angefangen haben, ihre eigenen Storys zu erzählen, sind sie in Tränen ausgebrochen, weil das ist schon eine sehr starke Hemmschwelle, da seine eigene Geschichte aufs Papier zu bringen und mit anderen zu teilen, weil dann verliert man auch seine Anonymität. Und man versucht halt auch irgendwie seinen eigenen Familienmitgliedern gegenüber halt auch irgendwie doch irgendwie fair zu sein und es ist nicht einfach und es ist halt sehr, sehr wichtig, meines Erachtens, dass diese Geschichten erzählt werden, weil wir im Grunde auch die Stimme unserer Eltern sind. Unsere Eltern haben nicht ausreichend Deutsch gesprochen, konnten ihr Leid, ihre Geschichten niemals irgendwie in der Öffentlichkeit platzieren und daraufhin haben wir dann angefangen, so, jetzt ist es an der Zeit, dass wir unsere Eltern fragen, was sie alles erlebt haben, dass wir auch in uns gehen und fragen, was haben wir erlebt? Weil der Diskurs in den letzten Jahren ist ja erschreckend und unsere Gesellschaft driftet ja auseinander und das ist sehr erschreckend und aus dem Grund mache ich das halt auch weiter, also neben meinem Job im Grunde seit 4, 5 Jahren mittlerweile. Wir hatten über 30 Lesungen, werden halt in unterschiedliche Events eingeladen und wir sind ganz, ganz unterschiedliche Personen. Wir haben sozusagen Rosaria ist auf uns aufmerksam geworden auf einer Lesung und ich habe bei den Lesungen auch immer gesagt, wir sind eine offene Plattform. Ich möchte nicht, dass da nur immer dieselben Leute lesen, sondern dass auch andere zu uns stoßen und ihre Perspektiven, ihre Geschichten mit anderen teilen und andere mit ins Boot holen. Und natürlich kommen halt auch, wie wir in Rosarias Geschichte gesehen haben, auch Ausgrenzungserfahrungen auch zu tragen. Das ist auch wichtig, dass man auch das, was man sozusagen in seiner Kindheit erlebt hat, auch in der öffentlichen Wahrnehmung auch platziert, dass man nicht mehr schweigt. Und, aber es geht uns in erster Linie halt auch darum, aufzuzeigen, wir leben hier in diesem Land, wir atmen dieselbe Luft, wir essen dasselbe Brot, wir haben ähnliche Geschichten, wir haben Gemeinsamkeiten, wir haben aber auch Unterschiede. Und das ist in Ordnung so. Und die Reaktionen sind halt sehr, sehr unterschiedlich, halt auch im Publikum. Wir haben bei einer Zeitung gelesen, da waren halt überwiegend ein bürgerliches Publikum. Und einer unserer Autoren hatte halt irgendwie auch erzählt, ja, ich habe mich immer gefragt, warum wir nach Deutschland gekommen sind. In der Geschichtsstunde habe ich dann begriffen, warum wir nach Deutschland gekommen sind. Weil halt im Zweiten Weltkrieg über 6 Millionen Juden ermordet sind. Und da gab es einen richtigen Krach danach natürlich. Also es ist so, dass wir in der Regel nach den Lesungen halt auch diskutieren, Fragen aufnehmen, entgegennehmen und dann halt auf die Fragen auch eingehen. Und da wurde halt diesem Autor oder uns auch vorgeworfen, wie wir denn darauf kämen, nur weil wir Akademiker seien, weil wir in der Lage seien, uns auszudrücken,
den Deutschen ihre Geschichte beizubringen. Also es war sehr interessant. Und, aber es gab halt auch irgendwie eine andere Reaktion, mehrere Reaktionen. Wir waren in der Kalkscheune im Reed Berlin und nach der Lesung ist eine Dame auf mich zugekommen und hat mich umarmt, hat sich bedankt, also dass wir diese Initiative am Leben halten. Und ich habe sie gefragt, hat Ihnen denn die Geschichte gefallen? Und dann hat sie gesagt, man kann nicht davon gefallen reden, sondern es war genau so, wie Sie erzählen in den 70er Jahren. Ich bin 68er Baujahr, meinte sie, und es war erschreckend und es ist gut, dass Sie das teilen. Sie hat angefangen zu weinen und hat dann daraufhin sozusagen die Location verlassen. Also letztendlich verstehe ich das auch so, dass ihr an den Geschichten nochmal wiederum verschiedene Themen aufmachen könnt. Also als ich jetzt vorhin die Geschichte von Rosaria auch mir teilweise angehört habe, da war ja auch dieses Thyssen-Werk, spielte da eine Rolle. Im Prinzip ist das ja auch eine Geschichte der Ausbeutung, ne? Ja, ja. Es ist so, dass auf jeden Fall natürlich Gastarbeiter nach Deutschland geholt wurden, um die Jobs zu machen, die halt andere, also Deutsche, nicht machen wollten. Es gab halt Mangel an Arbeitern, unqualifizierten Arbeitern. Und 1973 gab es halt auch einen großen Streik bei Ford in Köln. Es wurde auch der wilde Streike genannt. Und der Auslöser dieses Streiks war damals, da waren halt auch zahlreiche türkische Gastarbeiter in der Firma. 300 Gastarbeiter sind wohl nicht rechtzeitig aufgeschlagen nach ihrem Sommerurlaub. Und daraufhin sollten die 300 gekündigt werden. Und nach dieser Information sind dann türkische Gastarbeiter, haben sich aufgebäumt und haben gesagt, nee, das lassen wir uns nicht gefallen, haben dann sozusagen Ford ihre Arbeitsstätte besetzt und haben aber kaum Unterstützung erfahren von IG Metall. Diese 300 Leute wurden auch entlassen. Sie haben sich halt auch irgendwie, sie haben in dem Streik halt auch ganz klar gefordert, dass sie mehr Lohn verlangen, pro Stunde eine Mark. Und dass sie mehr Urlaub haben und so weiter. Sie hatten sehr, sehr viele Forderungen, aber auch die deutschen Kolleginnen und Kollegen haben sich nicht auf ihre Seite gestellt. Es gab eine Gegendemonstration sozusagen und dieser Aufstand wurde zerschlagen damals. Und das ist erstaunlich. Und sowas ist halt irgendwie Schnee von gestern, das wird nie aufgedeckt. Aber im Grunde haben halt auch die Gastarbeiter damals, die nach Deutschland geholt wurden, ganz klar realisiert, dass sie sehr, sehr stark ausgebeutet wurden und dass sie sich halt auch dagegen auflehnen und wurden halt, wie gesagt, bitter dann dafür bestraft. Ja, als Young Migrants Blog würde mich natürlich auch vor allen Dingen eine Social-Media-Strategie interessieren. Genau, Maya, wir haben dich hier als Repräsentantin vom Hashtag MeToo 2 nach dem Hashtag MeToo 1, der ja sexualisierte Gewalt zum Thema gemacht hat, hat der Ali Can den Hashtag MeToo 2 sozusagen gegründet mit der 2 drin, TWO, und hat damit massiv Alltagsrassismus in die Öffentlichkeit als Thema transportiert, indem Leute einfach ihre Geschichten im Internet gepostet haben, also auf dem Hashtag. Das war auch noch ausgerechnet zu der Zeit. Ich erinnere mich, als der Fußballer Mesut Özil auch Rassismus sehr stark in die Öffentlichkeit gebracht hatte und insofern gab es da auch schon so eine Aufmerksamkeitsspanne. Genau, ich hatte vor allen Dingen von dem Ali Can gehört. Jetzt bist du auch als Repräsentantin hier, ist ja toll. Habt ihr euch vergrößert? Wie ist das zustande gekommen? Seid ihr eine ganze Gruppe von Leuten? Ja, einfach nochmal danke für die Einladung. Genau, also Ali hat den Hashtag initiiert und dann hat sich, also wie ihr vielleicht wisst, haben Tausende und Zehntausende Personen ihre Erfahrungen geteilt auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und auf verschiedenen Plattformen, auch irgendwie international irgendwie Aufmerksamkeit erregt.
Und genau, danach hat sich irgendwie so eine Gruppe gegründet, die halt irgendwie von anderen, also AktivistInnen oder JournalistInnen irgendwie, die sich auch mit der Thematik auseinandersetzen, an die ist irgendwie Ali herangetreten und meinte so, hey, habt ihr Bock irgendwie was mehr als diesen Hashtag irgendwie zu machen? Also dass es nicht nur ist, dass wir jetzt irgendwie alle unser Herz irgendwie ausbreiten und sagen, das ist uns passiert und irgendwie... wir haben in der Schule Rassismus erfahren oder in der Uni oder in anderen Bereichen, sondern dass wir auch irgendwie so nochmal konkret irgendwie politischen Druck aufbauen wollen. Also dass es halt nicht nur bei diesem Hashtag bleibt, sondern dass es irgendwie auch konkrete Änderungen gibt. Also dass wir irgendwie so politisch auch ein paar Änderungen erfahren als Betroffene oder als irgendwie... Und ihr trefft euch jetzt regelmäßig als Gruppe und plant auch neue Projekte oder... Genau, also wir sind halt deutschlandweit irgendwie verteilt, sodass es das halt so ein bisschen schwierig macht. Aber einige sind in Berlin, einige sind so ein bisschen an anderen Orten in Deutschland, sodass es halt mainly irgendwie über WhatsApp funktioniert. Also es wäre halt einfach irgendwie über, also auch very 2018 irgendwie auf so Google Docs irgendwie alle irgendwie schreiben, so was, worauf haben wir irgendwie Lust, was finden wir gerade irgendwie wichtig. Und dann irgendwie zum Beispiel letzte Woche haben wir mit Deutsch Plus irgendwie ein Video gedreht, so was wir gerade irgendwie überhaupt machen und dass halt irgendwie auch wieder so ein bisschen Aufmerksamkeit darauf erregt wird, dass wir halt irgendwie noch da sind und dass es irgendwie nicht nur bei diesem Hashtag bleibt. Und was mir nochmal wichtig ist zu sagen, also es ist halt irgendwie nochmal der Unterschied zu den neuen deutschen MedienmacherInnen, dass halt irgendwie auch auf Twitter Personen, die halt nichts mit Journalismus zu tun haben oder Leute, die halt irgendwie nicht AkademikerInnen sind, halt irgendwie auch zugehört wird und dass es halt nicht wieder Klassismus reproduziert, sondern dass halt wirklich jede Person irgendwie Teil dieser Bewegung sein kann. Genau. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Hashtag selbst. MeToo, wo die 2 drin ist, was bedeutet eigentlich die 2? Also was sich Ali dabei gedacht hat, es geht halt irgendwie darum, dass viele Personen, die, du meintest jetzt irgendwie Tochter von GastarbeiterInnen, ich bin halt sozusagen die dritte Generation, aber irgendwie trotzdem noch Rassismuserfahrungen machen, also sie halt trotz und halt irgendwie auch in 2 Kulturen leben. Also ich zum Beispiel, ich spreche mit meinen Eltern nicht auf Deutsch, wir sprechen zu Hause kein Deutsch, so ist sie halt irgendwie trotzdem irgendwie in einer ganz anderen Lebensrealität als weiße Deutsche ohne Migrationshintergrund haben und dass wir halt einfach irgendwie nicht unsere Identitäten irgendwie aufteilen müssen, sondern dass wir irgendwie mehrere Identitäten und mehrere Realitäten irgendwie leben, die super wichtig und super gewinnbringend und irgendwie wertvoll sind. Genau, und das war einfach so die Idee dabei, dass jetzt man sich nicht entscheiden muss, ich muss jetzt Deutsche sein oder ich muss jetzt nicht Deutsche sein, sondern dass halt irgendwie einfach diese Parallelen in sich selbst irgendwie auch zum Vorschein kommen. Und noch eine andere Frage, die mich so umgetrieben hat zum Hashtag, war, ob es eigentlich mehr darum ging, Leute zu empowern, sozusagen ihre Geschichten zu posten, oder ging es eigentlich mehr um so eine Aufklärung von der Mehrheitsgesellschaft, dass es Rassismus gibt sozusagen und das sichtbar zu machen? Also ich glaube, am Anfang ging es wirklich nur darum, irgendwie einfach so zu zeigen, hey, das ist unsere Lebensrealität irgendwie. Also wir haben in Schulen Rassismus erfahren und irgendwie bei der Wohnungssuche und auf der Uni und irgendwie in allen Bereichen, wo vielleicht irgendwie Personen ohne Migrationshintergrund irgendwie locker und leicht irgendwie durchgehen, sind wir halt so, okay, scheiße, ich habe jetzt das nicht bekommen, oder dass es halt auch so weit geht, dass man sich irgendwie so selbst die Schuld gibt, aber dann irgendwie jetzt dadurch habe ich irgendwie gemerkt, okay, es ist irgendwie gar nicht so ein, es hatte gar nichts mit mir zu tun, sondern Rassismus ist einfach ein strukturelles Problem und da hätte man sich nicht irgendwie noch mehr ansprengen müssen oder genau, dass man halt einfach auch irgendwie so Leidensgenossinnen, sag ich jetzt einfach mal, irgendwie im Internet findet und merkt, dass irgendwie, ja klar. Bitte, Herr. Vielleicht nochmal, weil du hast es ja angesprochen, der Moment, als Ali Can den Hashtag gemacht hat, waren wir alle, glaube ich, auf einer Suche nach einem Hashtag für das Gefühl, das wir hatten. Und er hat halt einen Treffer gelandet, was dann sofort funktioniert hat, was super ist. Ich kann mich erinnern, dass wir auch überlegt hatten, ist es jetzt Antigration oder Kanake Forever, weil das Gefühl, das wir hatten, ja, der war zu lang, wurde mir gesagt, hat nicht gefunkt, aber... das Gefühl, das wir hatten, war, wir brauchten irgendwas zum Erklären, was da passiert ist. Und es hat mit uns allen ganz krass was gemacht. Und ich finde, also es war gar nicht so, da gab es einen Hashtag und dann sind Leute drauf eingestiegen, sondern es gab was und dazu
fand sich ein Hashtag. So, der könnte auch anders heißen. Ich finde es auch gar nicht so wichtig, aber MeToo hat halt funktioniert. Ist offenbar kurz genug, habe ich jetzt gelernt. Und ja. Also diesen Aspekt würde ich mir gleich noch für die zweite Runde, glaube ich, aufheben. Dann können wir mal so ein bisschen in Diskussion kommen. Trotzdem noch mal ganz kurz. Ja, na klar. Sag noch mal zu Ende. Noch kurz zu dem Empowerment. Also ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass es auf jeden Fall auch was Empowerndes hatte irgendwie. Also dass wirklich irgendwie sich dadurch halt auch Netzwerke kreiert wurden und halt irgendwie auch so eine Thematik ins Rollen gekommen ist, die vielleicht davor irgendwie nicht so wirklich Raum hatte und irgendwie auch so in so linken aktivistischen Kreisen halt irgendwie trotzdem oft halt irgendwie diese SprecherInnenpositionen halt auch von nicht betroffenen Personen irgendwie geführt werden und halt irgendwie da sitzt man da. Also ich bin halt irgendwie auch Aktivistin und dann merke ich ja trotzdem, dass Leute immer über Rassismus reden und dann bin ich so, kann ich vielleicht mal was dazu sagen irgendwie? Also das finde ich halt einfach, dass wirklich einfach die Personen im Fokus stehen, die betroffen sind und die halt wirklich eigene Erfahrungen teilen können und nicht sich theoretisches Wissen aneignen mussten, sondern einfach so, ja, gestern beim Bäcker oder sowas. Mhm, danke. Idil, du bist ja eine, die jetzt nicht so stark Betroffenheit erstmal in den Vordergrund stellt, sondern eigentlich eher so Betroffenheit, sondern eher so gnadenlos zurückschlägt. Du bist Schauspielerin, Kabarettistin und bist über YouTube unter anderem über die Kunstfigur Gillette Eiche berühmt geworden, sag ich mal. Gillette Eiche ist wahrscheinlich der Albtraum jedes Rassisten, vielleicht auch jedes Antirassisten. Da waren wir uns in der Rosa Lux nicht so richtig einig. Die Figur erfüllt ja jedes Klischee eigentlich von Neuköllner Migrantin, die selbstbewusst und aggressiv austeilt. Die meisten, die ich kenne so in meinem Umfeld, die finden das, was du machst, einfach sehr interessant, aber müssen auch tierisch lachen einfach. Der Humor, den du da einsetzt, der ist ja sehr vielschichtig. Genau, wen sprichst du eigentlich an genau und wen erreichst du? Also ich glaube nicht, dass ich, also das muss ich schon sagen, ich sitze da nicht und überlege mir, wen soll ich ansprechen und wen erreiche ich mir. Das ist völlig uninteressant für mich. Was ich da mache, hat ja in diesem Sinne die Kraft, weil es natürlich aus meinen Erfahrungen sich wurzelt, ne? Also weil da viel, das was ich erlebt habe, weil das auch was mit mir gemacht hat. Und ich denke, das ist auch der Punkt der Sache. Ich könnte mir vorstellen, dass ich die erreiche, denen das genauso geht. Und ich habe eben die Erfahrung gemacht mit Gillette Eiche, dass mir oft die Leute schreiben, ey, danke Schwester, du sprichst mir aus dem Herzen. Danke, du bringst es auf den Punkt. Danke, das sind genau meine Gedanken. Also Gillette Eiche schafft das irgendwie, was sehr Komplexes, zumindest im Ansatz anzusprechen, aber mit Kraft. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen was Neues gewesen. Aber wen ich da genau erreiche, kann ich dir nicht sagen. Und auch ich mache es auch wirklich nicht, dass ich sage, ich möchte jetzt das und das Publikum erreichen. Ich möchte jetzt die 14-Jährigen haben. Das ist mir völlig Latte. Ja. Okay, aber trotzdem dieses Lachen sozusagen, das ist ja, wie funktioniert das eigentlich genau? Also worüber lachen die Leute da eigentlich genau? Naja, also die lachen eben über unterschiedliche Dinge, ne? Also das ist eben ganz spannend. Also meine Shows sind meistens am besten, wenn es wirklich halb-halb ist. Also halb Kartoffel und halb Kanacke, dann sind das die besten Shows. Einfach aus dem Grund, es gibt Stellen, zum Beispiel wenn Gillette sagt, guck mal, wenn ich bei Deutschsein nicht mitmachen darf und immer nur dies Arsch bin und immer nur die Kriminelle und immer nur Dings des Dings, was du mit mir machst, Opfer und so, Wallah, dann fick ich deine Grammatik. Da lachen Deutsche. Weil es Tatsache so ist, da lachen Deutsche aus vollem Herzen. Weil es Tatsache so ist, ich habe auch Leute im Publikum gehabt, du merkst dann, wenn ich anfange mit Schwirren, so, der Körper verkrampft sich bei denen. So, das ist, ich merke richtig, ich vergewaltige ihre Sprache. Verstehst du, was ich meine? Das sind so Sachen, die das dann natürlich in dem Witz, weil ich spreche es ja auch an. Dann auch wieder sich auflösen kann. Es bleibt eben nichts und ich glaube, das ist die Verbindung. Auch der Deutsche weiß, manchmal sitzt er da und weiß, ey, die spricht mir gerade aus dem Herzen. Jetzt nicht so, wie ich das denke, aber es ist das, ne? Das ist das, was ich meine. Ja. Also, ja. Und dann, ja, worüber lachen Ausländer? Also oft auch über Deutsche. Ich mach Spaß. Bitte mehr davon. Nein, aber Tatsache, habe ich jetzt ein neues Set entwickelt, wo es wirklich darum geht. Ich meine, Gillette ist der Meinung, wie wir, wir,
wir sagen uns nicht, was wir gut aneinander finden. Und da hat sie jetzt so gefunden, zum Beispiel sagt, wenn ich so richtig Scheißtag habe und mein Leben ist Abbruch und alles ist Chara und richtig schlimm, Wallah, ich gehe Deutsche gucken. Ich schwöre, ihr macht mich glücklich. Ihr könnt 45 Minuten über einen Kontoauszug reden. Mein Kontoauszug ist ein Wort, Minus. Und das sind so Sachen, oder Excel-Tabelle bei Aldi und so eine Dinger, ja? Oder 18 Cent mit PayPal überweisen oder so eine Dinger, das habt ihr ja drauf. Und das sind wieder für uns natürlich, ist das dann, das sind so Sachen, die uns aber auch glücklich machen. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass man das vermitteln muss, dass etwas, was an dem anderen anders ist, dich nicht unglücklich machen muss. Es kann auch etwas sein, was dich glücklich macht. Ja, und das ist so die Herangehensweise, die ich irgendwie versuche. Und damit funktioniert es ja auch so. Ja. Genau, eine Frage habe ich noch an dich. Und zwar, genau, jetzt bezogen auf die eigene Community, was glaubst du, wo steht die Community gerade? Ah ja, Community ist ja schon wieder diese Objektivierung von Leuten. Und ah ja, ich weiß, was du meinst. Es gibt keine Community. Weißt du, das ist ja so abgesprochen. Ich weiß, du hast recht. Ja, du hast recht, aber irgendwie fühlt sich das jetzt anders an. Warte. Mir fehlen die Worte. Es gibt ja eigentlich nicht wirklich eine Community, es gibt Betroffene und ich glaube, das macht diese Community aus. Das ist, weißt du, ich sage das deshalb, weil ich kann mich erinnern, als damals diese Distanzierungswellen von irgendwelchen Terrordingern waren und die Moslems sollen sich jetzt mal distanzieren. Und dann sind die Tatsache zum Brandenburger Tor gezogen und dann war die Beurteilung, ja, es sind ja nur so wenige. Ja, weil hier leben ja auch nicht mehr. Also wo sollen die denn alle herkommen? Ja, also das ist schon sehr interessant, dass das ist eventuell so, Community ist schwierig, weil wir untereinander auch wirklich so viele vielfältige Verbindungen und Geschichten haben. Das wissen wir ja auch, ne? Die Kurden und die Türken, keine Ahnung, die Juden und die Palästinenser. Also das ist schon eine sehr... Community ist zu viel gesagt, aber betroffen kann man sagen und da kann auch jeder gehört dazu und ich finde, das ist auch ganz wichtig, auch Weiße gehören dazu, weil ich finde, auch Weiße haben das Recht zu sagen, ey, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, es reicht, es fickt mein Leben, ich bin immer Täter, es reicht, ich möchte das nicht mehr, ich möchte, dass mein Kind vielleicht auch mal ohne Nazi im Selbstbild aufwachsen darf. Ich sehe das ein bisschen anders, ich glaube, es gibt schon eine Community und ich persönlich mag zum Beispiel das Wort Betroffene, sorry, ich komme einfach wieder zurück zu dem, was mich gerade beschäftigt hatte vorher. Betroffene nicht, ich mag das nicht, weil ich finde, das macht so eine Problemverlagerung. Und ich fühle mich auch gar nicht so wirklich als Betroffene. Und ich würde deswegen sagen, es gibt eine Community, deswegen liebe ich die neuen deutschen Organisationen. Also wenn wir, seid bitte alle herzlich eingeladen, ich glaube am 8. Februar oder so, Anfang Februar ist unsere nächste Konferenz. Also wenn aus ganz Deutschland, aus ganz verschiedenen NGOs, Leute zusammenkommen, die, und wir haben, ganz ehrlich sagen, wir haben so eine Secret-Quote, so 80-20, also es dürfen nicht zu viele Weiße sein, so, es ist dann immer noch kein Safe Space, ich weiß, aber es fühlt sich dann so an und da passiert was und das ist so geil, das sind nämlich dann eben, es sind keine Betroffenen mehr und es ist doch eine Community, obwohl wir alle so, da sind, also ich mag sie gar nicht alle aufzählen, das sind so komplett unterschiedliche Hintergründe und auch komplett unterschiedliche Engagementfelder. Es ist eben nicht alles nur Antirassismus, aber es sind Menschen, die von Rassismus betroffen sein können. Und wir haben einfach so, ich könnte so 4, 5 Punkte sagen, die haben wir alle gemeinsam, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Und da sind wir dann nämlich doch wieder da. Ich glaube, es gibt, also natürlich hast du recht, wenn man von außen drauf guckt, kann man nicht sagen, die Community, dann wollen die Leute hören, ja, bei uns in der Community muss man die Schuhe ausziehen, wenn man nach Hause kommt, das ist natürlich Schwachsinn. Aber, und ja, wir sind die Community, nie nur eine Banane kauft, da muss ich wieder dran denken, bei meinem Gemüsehändler, wie kann man nur eine Banane und einen Apfel kaufen, so, wie geht das? Ich verstehe es nicht. Man kauft für eine Stunde ein, aber, genau, und trotzdem gibt es eben doch die Community, finde ich, bei diesen Sachen. Und zwar, uns nervt alle dieses weiße Wir, uns nervt alle, also diese Özil-Sache war ein Schockmoment, gar nicht, weil wir Özil alle gut finden und schon gar nicht Erdogan, aber es war einfach ein Schockmoment. Wir alle hatten dann irgendwie auch diese vor allem Türkei-Stimmige hatten es so schwierig, weil was machst du jetzt mit dieser blöden Erdogan-Kiste, die findest du ja auch doof, aber eigentlich willst du den jetzt verteidigen. So. Und dann passieren eben doch so Community-Momente. Na, also eigentlich... Und MeToo war ganz spannend, weil das waren eben überhaupt nicht nur Türkei-Leute. Ja, ich muss 3 Minuten, ich weiß. Also wirklich...
Ich wollte auch ein bisschen mehr Disziplin fordern. Also ich wollte eigentlich nochmal jetzt in die zweite Fragerunde überleiten. Und zwar Stichwort Betroffenheit, weil das jetzt nochmal so auch aufkam. Ich finde, also bei uns auf dem Young Migrants Blog zum Beispiel, da werden auch viele Beiträge zum Thema Alltagsrassismus und Betroffenheit davon gepostet. Und auf dem Hashtag eben ja auch. Das Problem, das ich so ein bisschen sehe, ist, dass wenn Leute ihre individuellen Geschichten viel posten, kann es ja auch dazu führen, dass Leute sich das von außen immer mal wieder so angucken, das Leid sehen sozusagen, aber das auf so einer individuellen Ebene bleibt und Leute auch einen individuellen Umgang damit in ihrem Alltag versuchen zu schaffen und so weiter. Wie schafft man es dann aber, das wieder auf so eine strukturelle Ebene zu heben und zu sagen, nein, das ist wirklich struktureller Rassismus, geht hier nicht um diese einzelnen, vielen einzelnen Geschichten, die Leute hier beschreiben. Genau, die Diskussion ist eröffnet jetzt sozusagen. Genau, wer hat Lust, dazu Stellung zu nehmen? Ich würde jetzt einfach mal, also ich bin auch nebenbei noch Studierende der Sozialwissenschaften, also da auf jeden Fall einfach so ein wissenschaftlicher Blick ist unglaublich wichtig, aber auch, dass dieser wissenschaftliche Blick einfach von irgendwie Kennex gemacht wird, also dass wir nicht einfach irgendwie systematisch dann aus der Uni exkludiert werden, sondern dass wir auch diese Bereiche irgendwie infiltrieren können und da halt irgendwie so antirassistische wissenschaftliche Arbeit machen können. Oder jetzt zum Beispiel an der Ruhr-Uni gibt es auch eine Studie, also eine wissenschaftliche Studie und Befragung zu Polizeigewalt, und das ist einfach das, was wir gerade brauchen, dass wir nicht sagen, ey, ich werde ständig irgendwie und das ist irgendwie, kann es sein, es ist wegen mir. Nein, es ist einfach, dass Rassismus einfach also dass die Polizei einfach ein riesengroßes Problem mit Rassismus hat und Polizeigewalt, also es gab auch letztens wieder einen Fall in Österreich, dass irgendwie eine Gruppe von schwarzer Männern Racial Profiling irgendwie davon Opfer waren. Und genau, da würde ich einfach sagen, dass das natürlich nicht eine die Lösung ist, aber eine der Lösungen, würde ich einfach sagen, dass wir wissenschaftlich uns auch einfach darauf beziehen können und sagen, nicht nur sagen können, ey, ich sag das und irgendwie sagt es auch meine Nachbarin, sondern irgendwelche AkademikerInnen haben das auf Papier gebracht, so ist es ein Problem und es ist nicht einfach nur so ein Internet-Sharing. Also meines Erachtens kann man diese individuelle Betroffenheit, also persönliche Erfahrungen des Rassismus auch gar nicht so sehr stark trennen vom strukturellen Rassismus. Also ich habe im Zuge von der MeToo-Debatte habe ich auch ein paar Erlebnisse auf Facebook sehr ausführlich auch aufgeführt. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie bei der deutschen Botschaft in Istanbul meinen Ausweis verloren habe und dort aufschlage, um sozusagen zu melden, dass ich halt meinen Ausweis verloren habe, dass ich ein Zusatzpapier brauche und ich aber dann zur türkischen Meldebehörde geschickt werde, weil sie mir gegenüber misstrauisch sind, dass ich doch inzwischen die türkische Staatsbürgerschaft hätte übernehmen können. Das ist mir schon zweimal passiert. Und ich bin beim zweiten Mal sogar mit einem deutschen Kollegen da gewesen. Und dann hat der deutsche Kollege gefragt, ja, würden Sie mich denn irgendwie auch irgendwohin jetzt schicken, wenn ich meinen Ausweis verloren hätte? Also das meine ich. Und es ist unheimlich wichtig, diese Erfahrungen, die man macht, sei es irgendwie beim Konsulat, bei der Polizei, sei es, wenn man zum Arzt geht und nicht behandelt wird, dass man, weil man türkischer Abstammung ist, das habe ich auch schon erlebt, und keine Wohnung bekommen. Es gibt Gesetze, ja, es gibt AGG seit 2006, es gibt leider nicht ausreichend Meldestellen, und all diese Erfahrungen, diese individuellen Erfahrungen gehören erfasst zu werden und untersucht zu werden. Es gibt zu wenig wissenschaftliche Studien, es gibt zu wenig Bündnisse und man sieht uns sozusagen dann als betroffene Opfer. Nein, das war super, diese MeToo-Debatte, da konnte jeder mal aus seiner dunklen Ecke rauskommen und all die Erlebnisse, die er sie gemacht hat, sozusagen endlich mit anderen teilen, das ist enorm wichtig. Und es gibt Strukturen, ja, es gibt, also im Grundgesetz, Artikel 3 besagt halt auch, ja, also dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, Frauen und Männer irgendwie gleich sind, dass Diskriminierung verboten ist. Es gibt auf internationaler Ebene diesen ICERT, International Convention on the Elimination of All Kind of Racism, Discrimination.
es gibt Gesetze. Also, und es ist enorm wichtig, dass Menschen, die betroffen sind, nicht ohnmächtig sind und dass sie informiert werden, dass Meldestellen halt auch geteilt werden, von Bündnissen gestreut werden, dass Menschen nicht ohnmächtig jetzt hier sind und sagen, hier, ich habe hier und da meine Fingerprints gelassen und ich werde durchleuchtet und ich bin alleine. Wir sind nicht alleine, auf gar keinen Fall. Also ihr sagt, es muss in die Wissenschaft. Ja. Also ich habe rausgehört, es geht euch darum, es geht in die Wissenschaft, es muss in die Wissenschaft, es müssen Studien her, es muss in die Institution, es muss an die Öffentlichkeit getragen werden, weil es individuell sozusagen verdeckt bleibt und vor allen Dingen kann man auch, sollte man auch die gesetzliche Ebene da forcieren nochmal. Mhm. Also ich fand interessant, was, wenn man sich anguckt, welche Geschichten da gelaufen sind, dann, am Anfang wirkt es erstmal wie eben eine individuelle Geschichte. Aber auffällig war zum Beispiel, dass ganz, ganz viele Geschichten aus dem Bildungsbereich kommen. So, und dann hast du einfach, da hast du die Struktur. Da ist das Problem, also klar, es ist auch auf dem Sandkasten, im Sandkasten und es ist auch beim Bäcker in der Schlange und so, aber es ist eben vor allem Bildung. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, wo man dranbleiben muss. Wo ich aber schon sagen würde, also ich bin ganz großer Fan von dem, was passiert ist. MeToo fand ich war so ziemlich das Geilste, außer Seehofer, was mir letztes Jahr, dieses Jahr passiert ist. Aber ich finde, der eine Kritikpunkt, den müssen wir uns zumindest immer mitdenken. Es ist natürlich trotzdem insofern eine abgehobene Debatte, weil es waren Leute, die konnten sich sehr, sehr gut ausdrücken. Und die haben dieses Tool für Eigenermächtigung im Netz, wie auch immer, genutzt. Und es war eine, du hast zwar gesagt, es war international, aber ich habe sie vor allem als deutsche Debatte wahrgenommen. Das heißt, dass viele Leute schon sprachlich rausgeflogen sind. Und jetzt, um auch einmal auf diesen Einwurf einzugehen, was ja schon stimmt, was ich auch bei uns neuen deutschen Organisationen selber beobachte, ist, wir hängen noch so in dieser alten Debatte, wir kämpfen noch dafür, dass wir überhaupt mal auch Deutsche sein dürfen. Und eben, ja, offenbar nicht Richtige, aber irgendwie doch und wir wollen es aber und so. Und das ist natürlich, das hat mit den neuen Leuten, die hier ankommen, denen es noch gar nicht um Deutschsein geht, die einfach noch bestimmte Rechte gar nicht haben, Zugänge gar nicht haben und so. Also das sind ja zwei verschiedene Sachen und da müssen wir, glaube ich, auch noch mehr vernetzen. Also die MeToo-Debatte war eine deutsche Debatte. Es war eine von neuen Deutschen, würde ich sagen, wie auch immer man sich selber nennt, man muss sich nicht deutsch nennen wollen, aber es waren Leute, die hier leben und die den Anspruch haben, nicht so zu behandelt werden und behandelt werden, wie sie behandelt werden. Und eben nicht Leute, die hierher kommen und bestimmte Dinge erleben, weil es nicht sein dürfte, was nicht sein dürfte. Also ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Oder du fasst es gleich wieder in wunderschöne Worte für mich zu. Nee, jetzt weigere ich mich. Aber was ich auf jeden Fall interessant fand nochmal gerade, ist eben doch die Unterschiedlichkeit von Leuten dann eben auch und trotzdem sowas Gemeinsames, was da drin eine Rolle spielt. Also gemeinsame, geteilte Erfahrung von Rassismus. Gleichzeitig kommen die Leute zu unterschiedlichen Zeiten an. Es gibt Leute unterschiedlicher Generationen, die das Ganze betrifft. Und genau da wäre für mich auch nochmal die Frage, wie kann man, das wäre jetzt so ein bisschen die dritte Runde schon so ein bisschen, wie kann man eigentlich diese verschiedenen Strategien und Generationen und Kämpfe miteinander verbinden? Habt ihr da schon Ideen oder Vorstellungen, wie sowas funktioniert? Geschieht das schon und in welcher Weise? Habt ihr Lust, davon nochmal zu berichten? Die Frage war, wie das jetzt zusammenkommt, wie wir uns zusammenfinden oder wie. Also, naja, es gibt natürlich viele Strategien, aber ja, was? Ah ja, okay. Es gibt viele Strategien und ich glaube, dass das Zusammenspiel von allen möglichen Strategien macht das erst möglich. Also ich finde es ganz wichtig, dass es ganz viele unterschiedliche Positionen gibt, dass du quasi schon auch so eine Na, wie soll ich sagen? Also die intellektuelle Seite, die im Kunstbereich, dann vielleicht im Schulbereich. Also dass überall Menschen sind, die dieses Thema adressieren und zwar permanent. Und ich glaube, das ist etwas, was wir jetzt langsam verstanden haben, dass wir uns den Raum nehmen müssen, indem wir es eben adressieren. Und jeder macht das auf seine unterschiedliche Weise und das ist wenn jetzt in dieser Zeit, wenn es zusammenkommt, eben das Beste. Was ich an MeToo so genial fand, am Hashtag,
ist einfach, dass er eine ganz klare Verbindung zu dem weiblichen MeToo hatte. Und daran erkennst du die gleichen Abwehrmechanismen. Und es war wirklich die gleiche Argumentation, kommt aus eurer Opferrolle raus. Ja, also immer die gleiche. Und daran erkennst du auch die Struktur. Und das fand ich so geil, dass das so sichtbar geworden ist. Was ich auch wunderbar fand, die Kommunikation zwischen Migranten und Deutschen ist ja meistens, der Deutsche will dich irgendwie korrigieren und dann streitet man sich, dann sagt man, du Nazi, und dann war es das. Ja, klar, was willst du noch sagen danach? So, und dann, was ich bei MeToo aber geil fand, ist, es gab überhaupt gar keinen Finger auf jemanden, sondern es wurde von den eigenen Erfahrungen berichtet und nicht, du bist ein Nazi, sondern guck mal, was mir passiert ist, das und das und das. Und was ich ganz erstaunlich fand, deshalb war MeToo, ist wirklich für mich eine revolutionäre Bewegung. Ich habe es auch mit dem Video nochmal unterstützt, dass die, was wollte ich jetzt sagen, die Leute, warte, ist mich aus dem Dings gekommen. Ihr müsst dieses Video sehen, falls ihr es nicht gesehen habt. Es war man muss dieses Video sehen, wirklich. Video. Ja, jedenfalls, ja, danke schön. Das ist auf jeden Fall, ist mir jetzt entfallen, was der dritte Punkt war. Aber es ist auf jeden Fall genau diese zwei Punkte, finde ich total wichtig. Und dass auch, dass Deutsche auch die Möglichkeit haben, dadurch, dass sie aus der Distanz zugucken und nicht adressiert sind, etwas zu verstehen. Weil, ich meine, vorher war es ja immer, man wurde immer gesagt, das sind Einzelfälle. Oh, wenn du in der Schule diskriminiert wirst, das ist ein Einzelfall. Das kann man ja jetzt nicht für alle sagen. MeToo hat gezeigt, es ist kein Einzelfall. Es ist ein kollektives Erleben. Ja. Ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, aber ich würde trotzdem nochmal das jetzt auch nicht so romantisieren. Also meine Freundinnen, die auf Twitter aktiv sind, die haben Morddrohungen bekommen, die haben Vergewaltigungsdrohungen bekommen, die haben lösch dich und ich will diese Wörter jetzt nicht mal sagen, so ekelhaft ist das. Also das ist trotzdem ein Kampf gewesen. Also es war jetzt nicht einfach nur, ich teile jetzt und alle sagen, wow, yeah, migrants to the front, sondern es war, geh zurück in ein Loch oder was auch immer. Also da hat ich auch irgendwie wieder gemerkt, dass es immer noch irgendwie so viele und auch irgendwie die rechte Szene auch im Internet so krass vernetzt ist und Leute halt irgendwie gezielt halt irgendwie fertig machen kann. Und natürlich dann halt irgendwie nochmal die Thematik, die auch mit dazu zurückkommt, dass Leute die Erfahrung geteilt haben und zum Beispiel scheiß Deutsche schreiben, dass sie dann von Twitter gelöscht werden oder dass sie halt dann irgendwie so Druck von irgendwie Social Media bekommen, was halt nochmal andere Themen sind, aber trotzdem nochmal wichtig war, irgendwie zu teilen. Weil wir vielleicht, also ich weiß nicht, wie eure Erfahrung da war, aber da haben echt viele Leute nochmal richtig viel Scheiße irgendwie erlebt. Und auch wenn es um sexualisierte Gewalt war, da haben ja auch viele Frauen oder viele von Sexismus betroffene Personen irgendwie noch mehr dann irgendwie mitbekommen. Aber ich meine, ich wollte nochmal ganz kurz noch zu den anderen Hashtag, also auch MeQueer, auch die Erfahrung von queeren Personen und irgendwie jetzt nochmal den Hashtag unten von für Erfahrungen von Klassismus betroffene Personen, also aus der ArbeiterInnen- und Unterschicht sogenannten. Und da finde ich einfach wichtig, dass wir unsere Kämpfe vereinen, also dass wir nicht irgendwie nur MeToo und MeToo anschauen, sondern dass wir sehen, okay, es gibt Leute, die sind von Sexismus, Rassismus und Klassismus betroffen und das ist nochmal eine ganz komplette Lebensrealität, wie vielleicht akademische MigrantInnen, sondern dass wir auch nochmal sagen, okay, irgendwie in einer Working-Class-Family aufgewachsen zu sein, ist nochmal was ganz anderes als irgendwie in so einem Villenviertel, aber dann vielleicht, ja, irgendwie trotzdem POC sein, also dass wir irgendwie trotzdem zusammenstehen, I don't know. Meint es ganz kurz? Ja, super. Ja. Also romantisierend habe ich das nicht gemeint, ne? Sondern also ganz im Gegenteil. Ich glaube, wenn man meine Arbeit kennt, weiß man, dass ich das nicht als romantisch empfinde. Also deshalb ist die Assoziation jetzt ein bisschen wild, muss ich sagen, weil es ist ich mache da kein Romantik-Fan-Ding draus. Also dass du das so wahrgenommen hast, fand ich jetzt irritierend. Aber was ich eben auch finde, ist, weil ich habe keine Angriffe in dem Sinne gekriegt, obwohl ich ja sowieso generell Ziel bin. Aber ich fand eigentlich viel geiler, was mich mehr beeindruckt hat. Diese Angriffe, die haben wir die ganze Zeit, deshalb machen wir das ja. Also ich meine, was willst du da jetzt von Romantik reden? Das ist ja genau der Grund, warum ich das mache, was ich mache. Weißt du, was ich meine? Aber dass die Leute geschrieben haben, danke, danke, das hat mir Kraft gegeben. Danke, jetzt verstehe ich was. Danke, ich dachte, ich bin damit alleine. Das war das Wichtigste. Alles andere, eine Sache. Wollte ich nur dazu. Genau, das passt gerade sehr gut, weil deswegen meinte ich auch, man muss dieses Video gucken und
weil und ich glaube, sie meinte fast sogar eher mich mit romantisieren, weil ich irgendwie sage, oh, es war so schön mit MeToo, aber da hast du natürlich recht. Das Ding ist, dass wenn einem genau diese Scheiße passiert und dann guckt man Gillette oder Idyll und dann geht es einem wieder gut. Und ich kenne keine andere Sache, die ich machen kann, die danach macht, dass ich denke, so ist, ich habe kein Handzeichen dafür, ich habe auch keinen, ich würde auch, ja, aber es ist so, es ist eigentlich Therapie, was du machst und es tut wahnsinnig gut und ich kenne keine geilere Form des Empowerment, deswegen meinte ich, guck dieses Video, also man kann es lustig finden oder nicht, das weiß ich, also das ist wahrscheinlich euch überlassen, aber es ist, ja, es tut einfach wahnsinnig gut und das brauchen wir und ich glaube, es ist genau diese Mischung und ich finde übrigens auch einen Punkt, den du gesagt hast, den würde ich gerne noch einmal dazu sagen, wir neigen im Moment, finde ich, selber dazu, uns selber zu hinterfragen, ja, ist das nicht alles so abstrakt, intellektuell, so akademisch und so, ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viele von euch, aber ich kenne fast nur Leute, die im Plattmoney, was hast du gesagt, irgendwie in welcher Familie, also ja, es sind... eben nicht die Villenviertel, in denen wir aufgewachsen sind. Und wenn wir heute einen akademischen Hintergrund haben, dann ist das ein Vordergrund, den wir uns verdammt nochmal erarbeitet haben und mit dem wir jetzt nicht uns, für den wir uns auch noch schämen müssen und sagen, oh, das ist jetzt aber so abgehoben, weil man kann jetzt mal ein Fremdwort mit benutzen. Also das wäre mir total wichtig, dass wir dazu stehen, dass auch gerne auch mal hardcore akademisch führen sollen, die uns doch auch mal verstehen, wenn sie ein Problem damit haben. Aber natürlich... Also das Problem, das ich gerade eher sehe, ist, dass wir jetzt eben schon diese Schritte weitergegangen sind und darauf achten müssen, dass wir eben noch alle mitnehmen, die den noch nicht gegangen sind. So. Ja, ganz kurz noch dazu sagen, Entschuldigung, 3 Sekunden. Ja, voll, was ich dazu noch sagen wollte, ist einfach auch so, ja, wir bleiben, wir squatten das hier um. Nee, dass wir halt auch einfach, wenn du jetzt auch sagst, dass wir alle so Working-Class-Families kommen, ich meine Oma konnte nichts irgendwie zu MeToo sagen oder irgendwie was scheren, meine Eltern können es irgendwie auch nicht und deswegen halt, habe ich das Gefühl, dass die Generation jetzt auch irgendwie dieses ganze Leid irgendwie so mitnimmt und irgendwie alles, was auf den Schultern irgendwie von so 3 Generationen ist, dass wir halt einfach das teilen, weil wir halt endlich dieses akademische Rohr, das ist, irgendwie haben oder halt irgendwie diese Erfahrung teilen können. Und wir machen es ja nicht, ich mache es nicht für mich, sondern ich mache es irgendwie für meine ganze Family oder für alle von Rassismus betroffenen Personen einfach. Das machen übrigens die Gastarbeiter auch. Also das ist das, was da auf der Bühne passiert, ist, dass die Leute die Geschichten ihrer Eltern und Familie, also wir haben es ja heute erlebt und ich fand es so krass, deswegen muss ich sagen, ich habe ein echtes Problem damit, wenn ich nenne es jetzt einfach mal Weiße, ich meine damit Leute, die nicht diesen Hintergrund haben und damit meine ich nicht den ethnischen Migrationshintergrund, sondern den Gastarbeiter-Background, weil an dem Abend passieren so Sachen, da werden Sachen erzählt und die sind so hardcore, dass die ganz viele Leute, die das nicht erlebt haben, nicht ertragen können und meine Schwiegermutter saß da und war danach super schlecht gelaunt und hat gesagt, ja, aber die durften doch kommen. Die durften noch, also wieso seid ihr so wütend und mit dieser Wut oder auch beim Tagesspiegel, als wir diese Lesung hatten, die kamen nicht klar mit der Wut und ich habe aber gar keinen Bock an so einem Abend mich dann mit Leuten zu beschäftigen, die diese Wut nicht verstehen sollen. Ich möchte eigentlich an dem Abend in so einer Gruppe dieses Gefühl teilen und Gespräche darüber führen, warum sind die alle gleich? Also wie kann es sein, dass deine Geschichte fast genauso ist wie meine, obwohl meine Eltern von einem ganz anderen, also... Teil der Welt hergekommen sind. Naja, fast ganz anders. Und so weiter. Genau. Ich möchte noch mal nach den Verbindungen und den Netzwerken fragen, weil das noch mal die ursprüngliche Frage war. Und Cicek würde ich gerne noch mal dazu. Also ich habe sehr stark den Eindruck, dass dieser Kampf gegen Rassismus nicht ausreichend, also dass die Akteure und Akteurinnen nicht ausreichend vernetzt sind. Dass es auch dazu kein Geld gibt. Ganz bewusst wird das irgendwie ganz... unter den Teppich gekehrt, es gibt kein Geld. Und es ist enorm wichtig, dass man alle Bündnisse, egal irgendwie in einem Dorf, dass man all diese Bündnisse miteinander verknüpft, dass man vielleicht eine Webseite, es gibt ja schon Aktionsbündnis gegen Rassismus, aber dass man einfach eine viel stärkere Webseite irgendwie aufzieht und alle Organisationen, Institutionen, sei es irgendwie in der Verwaltung, sei es in der Kommune, sei es NGOs, sei es Beratungsstellen, sei es Wissenschaft und so weiter, in der Politik, im Bereich Kultur, dass wir die alle vernetzen. Wir haben ja gesehen jetzt bei dieser großen Demo Unteilbar, es waren 240.000 Menschen auf der Straße, das ist ein Riesenproblem, den wir haben und den müssen wir gemeinsam
angehen. Und das können wir gemeinsam angehen, indem wir die Kräfte, die sozusagen in kleinen Örtlichkeiten, im Kaffs, in den Großstädten geführt werden, dass man einfach all diese Kräfte miteinander bündelt, dass man dann eine starke Plattform schafft, Bündnisse schafft und Verbündete in allen Orten, in allen Disziplinen, wie gesagt, Wissenschaft, Verwaltung, Politik und so weiter. Weil sonst habe ich den Eindruck, kommen wir nicht weiter und das wurde einfach als ein individuelles Problem abgestempelt und ich war auch 10, 15 Jahre auch so gegen Quoten, aber nein, auch Quoten ganz klar einfordern und nicht schweigen und auf die Bühnen gehen und auch anderen Stimmen verleihen. Heute kam das schon heute öfters, dass wir auch anderen den Platz abtreten. Wir sind sichtbar, aber auch anderen eine Stimme geben, anderen Mut machen, ihre Geschichte zu erzählen und nicht einfach das abzutun, das ist nur eine individuelle Geschichte, ich bin Opfer. Okay, dann habe ich jetzt noch eine allerletzte Frage an euch. Und zwar, könnt ihr jetzt noch mal kurz Wunschkonzert machen? Das ist eine Veranstaltung von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und unter Umständen habt ihr noch eine Erwartung oder einen Wunsch an die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die ihr jetzt gern mal loswerden könnt. Also, ich wünsche mir, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung da sich noch mehr engagiert und sich öffnet und uns unterstützt. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Also da würde ich auch im Gegensatz auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung unterstützen. Ja, also man kann da, da kann man Win-Win draus machen, das wollte ich sagen. Das wünsche ich mir. Deal. Ich wünsche mir, dass Menschen, die von Rassismus betroffen werden, weiterhin Unterstützung bekommen. Viele trauen sich nicht, das rechtlich anzugehen, weil sie keine Rechtsschutzversicherung haben, weil sie auch nicht wissen, an welche Institutionen sie sich wenden sollen. Dass man da einfach so einen Fonds einrichtet für Betroffene, die sozusagen sich wehren können. Also ich bin auch Stipendiatin bei der Rosa Lux, also ich halte mich mit der Kritik so ein bisschen nach hinten, aber ich finde es auf jeden Fall voll wichtig, was ihr gesagt habt, dass halt irgendwie auch so Gelder für antirassistische Projekte irgendwie gegeben werden, dass diese auch irgendwie so zugänglich wie möglich gemacht werden, also dass Leute nicht irgendwie durch 800 Seiten scrollen müssen und irgendwelche Formulare ausfüllen müssen, sondern dass vielleicht auch einfach konkret diese Gelder irgendwie schneller zur Verfügung gestellt werden, auch für Personen, die nicht erst Deutsch als Erstsprache haben oder die halt nicht fließend Deutsch sprechen, genau, ist einfach irgendwie über Zugänglichkeiten nicht irgendwie auf jeden Fall. Und natürlich, dass auch vielleicht auch bei der Rosa Lux irgendwie eine Quote für migrantische StipendiatInnen gibt oder halt irgendwie da nochmal, also ich weiß auch, dass sie aktiv halt irgendwie auch migrantische Personen und ArbeiterInnen, Kinder und sowas fördern, aber es da irgendwie noch mehr passiert, also dass man da auch, weil besonders, keine Ahnung, ich saß da, ich weiß so, was soll ich da reinschreiben irgendwie, ich bin ganz cool oder ich bin irgendwie, ich mach Arbeit, aber dass da vielleicht auch Unterstützung bei dem Werbungsprozess irgendwie stattfindet. Das wäre ganz nice. Ich würde mir wünschen, dass das Thema Klasse und Migration und Arbeit, dass das nicht mehr getrennt betrachtet wird. Und ich glaube, das wird es sogar bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung noch viel zu sehr. Okay, vielen Dank. Tschitschek, hast du noch was? Okay, schieß los. Es gibt ja, die Person weg, die gerade auch interveniert hatte, es gibt ja Refugee Law Clinic zum Beispiel. Man könnte auch sowas Ähnliches für Rassismus Law Clinic. Also, ja, finde ich auch. Also, was halt, wo Menschen geschult werden, die sozusagen anderen helfen, die von Rassismus betroffen sind und was kann ich machen, mir ist das und das passiert, dass sozusagen diese Personen, die geschult sind, die ganz genau die Gesetzgebung wissen und dass sie Unterstützung bekommen. Vielen Dank. Jetzt nochmal ein Applaus. Genau. Genau, wir müssen
leider zum Abschluss kommen. Genau, die Rednerinnen werden heute Abend aber noch einen Moment hier sein. Falls ihr Lust habt, noch mit denen ins Gespräch zu kommen, schnappt sie euch. Wir machen jetzt gleich hier zu. Es geht dann später weiter, also gleich sozusagen mit heißen Beats. Wir hoffen, dass es natürlich immer mehr Initiativen und Zusammenhänge geben wird, die mit uns allen zusammen eine Gegenhegemonie schaffen. Und dass wir heute Abend oder eigentlich im Verlauf des Tages und heute Abend einen Schritt in diese Richtung auch weiter geschafft haben, zusammen mit allen, die sich beteiligt haben. Vielen Dank nochmal, dickes Dankeschön an die Rednerin und ich wünsche allen einen schönen Abend. Gleich geht's weiter mit DJ Ghost Scratcher und Rapper Reezy Reese. Viel Vergnügen und ich hoffe, wir sehen uns noch beim Getränk drüben. Mhm.